So, liebe Abonnenten und Abonnentinnen der Maison Manga, ich grüße euch. So, ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Also, ich habe erst gedacht, mache ich eine Manga-Empfehlung draus? Und da habe ich mir gedacht, nee, ich mache eine Manga-Review draus, einfach weil ich bei dem Werk nicht nur einfach sagen kann, empfehle ich, aber ich lasse es gelten teilweise als Manga-Empfehlung, denn es ist ein Manga, der meine absolute, innerhalb von den 8 Bänden, die ich durchgesuchtet habe, ist es mein absoluter Lieblingsmanga geworden. Und ich weiß das selber, ich habe einen sehr speziellen Geschmack. Also wenn ich etwas richtig, richtig abfeiere, dann ist es meistens etwas, was vielleicht der eine oder andere überhaupt nichts mit anfangen kann. Also von daher, Nase juckt, reiß sie weg, schmeiß sie weg. Ja, aber ich möchte es euch trotzdem dennoch empfehlen, denn es ist nämlich was passiert, und zwar vor, lasst mich nicht lügen, ich glaube 2 Monaten oder so, hat sich der Verlag für Männer, kann man echt sagen, so wie Tokio Pop quasi der Verlag fast nur noch für Frauen ist, ist Panini Manga im Grunde der Verlag für Männer. Kann man echt so nichts anderes mehr dazu hinzufügen. Also das ist Fakt. Aber er hat etwas getan. Also er, der Verlag. Und zwar, Panini hat vor 2 Monaten veröffentlicht, beziehungsweise hat schon vorher angeteasert auf der Webseite, das Tsundome. Das Ganze sieht so aus. Tsundome auf Deutsch, zu Deutsch, das Ganze rauskommt. Und das hat mich natürlich gefreut für die Deutschen. Mich persönlich, ich bevorzuge nach wie vor die englische Variante. Nicht nur, weil ich sie einfach habe, sondern weil ich. Ja, ich. Mann, ich weiß nicht, es ist. Alles, was in die Richtung, ein bisschen in diese Richtung mit, sag mal, erwachsenerer Thematik und sexueller Darstellung und so geht, dieses "Ich werde dich stoßen" oder so, sowas kann ich nicht lesen, da krieg ich einen Anfall dritten Grades. Also wenn ich es vermeiden kann, dann werde ich solche Manga in dieser Richtung definitiv aus dem Englischen zu mir rüber schicken lassen. Aber falls euch das nicht stört, ist auf jeden Fall was. Und zwar, wie gesagt, Tsundome von Katsuto Okada. So, das ist jetzt quasi raus, also quasi hier alle 2 Monaten, glaube ich, oder alle Monate? Alle 2 Monate. Alle 2 Monate gibt es dann von Panini Manga des Tsundome. Ich glaube, jetzt sind 2 Bänder draußen. 2 Bände. Oder ich glaube, der zweite Band kommt noch. Und ich kann es euch, wie gesagt, hiermit einfach nur empfehlen. Das ist dann quasi der Teil der Manga-Empfehlung. Ich empfehle es euch. Und zwar. Meine Stimme wieder heute. Meine Stimme. Und zwar, wenn ihr Tsundome lesen wollt und ihr diese 2 Werke vorher angeschaut habt und ihr sagt, das gefällt mir ziemlich gut, dann ist Tsundome auf jeden Fall was für euch. Ja. Also, zum einen Nightmare Maker, weil es ein bisschen schon in die ernstere Richtung geht und nicht nur einfach man quasi Sex präsentiert bekommt, sondern da auch wirklich das ganze Handlung enthält, und es ist gr im Grunde einfach kein Porno, es ist halt einfach was für Erwachsene, die sich dafür nicht schämen, dass, keine Ahnung, Sex in ihren Werken existiert. Es gibt ja manche, die sagen dann, also sowas würde ich nie, nie lesen. Du bist ja mal voll merkwürdig. Also, und dann haben die da auch noch Sex drin. Oh Gott, ist ja ekelhaft. Nein, ernsthaft. Aber bei manchen habe ich so das Gefühl, so, oh, das ist ja was für kleine Jungs, wenn da Sex drin ist. Was? Was? Für kleine Wuss? Was rauchst du? Nee, aber Spaß beiseite. Also so habe ich manchmal solche Momente hatte ich schon, wo ich mir dann denke, okay, wenn du deinem kleinen Jungen das da oder das da noch eher extremer, weil das ist ja sogar diese Empfehlung ab 18, 18.
Ja, wenn du das deinem kleinen Jungen gibst, dann Prost, Mahlzeit, schön. Wieder ein weiterer Fall für die Erzieherklapse. Nee, aber ernsthaft jetzt. Ist es wirklich so, dass sich viele daran nicht rantrauen. Also viele sagen gleich von vornherein, da drin ist Sex, das kann nicht gut sein. Warum? Warum? Es gibt so viele gute Serien oder Manga, die auch wirklich teilweise Sex beinhalteten, wie zum Beispiel, ich weiß, das war nicht permanent der Fall, aber es ist ein Fakt, wie zum Beispiel Gans. Kennt man aus der Serie und aus dem Manga und hat wunderbar funktioniert in diesem Sinne. Es war halt nicht der zentrale Punkt, aber es war Teil davon. Und wenn es der zentrale Punkt ist, ist meiner Meinung nach so, dass die Japaner dann nicht nur darauf ausgehen, dass man jetzt geballte, nackte Haut sieht und den Akt durchvollzogen, durchgerammelt wird, sondern dass da echt eine gewisse, die versuchen da einfach einen gewissen roten Faden reinzubringen. Da ist Storytelling drin. Das ist der Wahnsinn. Ich hab mich so niedergekniet in das Storytelling von diesen Manga, von diesen drei, also von Tsundome, von Heimliche Blicke und von Nightmare Maker, wo ich anfangs echt gedacht hätte, und da bin ich ehrlich, wo ich anfangs echt gedacht hätte, naja, so viel Plot kann ich da nicht erwarten, aber das ist so ein lustiger Edgy, also so ein Edgy-Ding, why not? Und dann hat's mich, boah, hat's mich auf einmal weggehauen und ich habe gedacht, ach shit, Mann, das gibt's auch, das geht. Ja, cool. Dann hat es ja fast schon was Künstlerisches an sich, weil da wird sich ja mal mit dem Thema Sex ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, das ist nicht so eine halbe Scheiße wie Manga Love Story. Ich möchte Manga Love Story damit nicht schlecht reden, aber Manga Love Story ist ja eben quasi sowas wie ein Dr. Sommer. Mit expliziteren Sexszenen. Das war es eigentlich auch. Oder wobei explizit ist ja auch so dahingestellt. Aber okay. Während diese drei vorher genannten Manga einfach ein bisschen versuchen, da wirklich eine ernste Atmosphäre mit reinzubringen, dass Sex auch eine ziemliche, dass das nicht nur einfach so Fun and Games und so, dass es dann auch mal gerade in Sachen Beziehungen, wenn einer fremd geht oder so, dass Sex dann auf einmal Teufelswerk ist, das ist dann richtig schlecht, wenn du das tust mit anderen Frauen. Ist ja logisch eigentlich, aber das wird so ein bisschen, das wird so zur Dramaturgie einfach auch beigesteuert. Und das finde ich gut. Das macht das Ganze mal, ich finde, das nimmt das Thema Sex auch mal ein bisschen ernster. Und ich habe da echt keine Probleme, über das Thema auch zu reden. Und deswegen rede ich heute über Sundome. Ich möchte mal Sundome sagen, aber das stimmt nicht. Sundome. Und der Name kommt auch nicht von ungefähr, denn Sundome ist ein Karate, ich glaube Karate war's, ein Karate-Move, in dem man eine Attacke antäuscht, aber sie dann nicht durchsetzt, sondern passiv verhält. Also quasi im Endeffekt eigentlich eher nichts tut. Das heißt, ich greife euch an, ha, aber bleibt dann stehen und macht nichts. Also quasi wie eine Finte. So habe ich das Ganze zumindest verstanden. Der Mangaka hat es, glaube ich, irgendwo mal erklärt gehabt und ich habe es, glaube ich, im Internet auch nochmal nachgelesen. Also ihr könnt mich verbessern, wenn ich hier jetzt irgendwas falsch gesagt habe, aber irgendwie so war es auf jeden Fall im Gedächtnis und es passt wunderbar, weil Tsundome ist Programm. Also der Name ist Programm. Man bekommt etwas quasi in your face, aber dann, als wenn du denkst, jetzt geht's ab oder so, dann bleibt's einfach stehen. Und zwar, ich erkläre euch das Ganze jetzt, bevor ihr da, was will der von uns? Also, das Ganze dreht sich. Ich muss ehrlich gestehen, ich muss den Namen nachgucken. Ich muss echt den Namen nachgucken, weil ich weiß den nicht mehr. Das ist, und es hat damit nichts zu tun, dass, das ist nach wie vor mein absolutes Lieblingswerk, aber man hat halt die echt nicht in meinem Kopf und ich habe so viele japanische Namen im Kopf, da kann man mir das mal verzeihen, wenn ich da dann nicht sofort was weiß. Okay. Hideo? Hideo? Aiba. Aiba. Genau. Also Hideo Aiba und Kurumi Sahana. Das sind unsere zwei Hauptcharaktere. Und klar, natürlich, der Rest wird auch noch wichtig im Laufe der Zeit. Aber das sind so die Startercharaktere quasi. Also wir haben einen Club, der sich um Okkultes dreht, ja. Dieser Club, der hat scheinbar eine ziemlich lange, lange Lebensdauer innerhalb dieser Schule. Das heißt, der existiert fast schon seit Anbeginn dieser Schule und das ist wirklich was Besonderes.
Und er war immer irgendwann mal scheinbar was anderes. Und eben jetzt ist er halt ein Okkultclub. Aber nach wie vor unter einem bestimmten Namen. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat. Auf jeden Fall ist es was ganz Besonderes, scheinbar. Aber wenn man mal genauer hinguckt, sind da eigentlich nur die Nerds drin. So richtig, halt okkultmäßig so UFOs und Bigfoot und Suche und so weiter. Sowas machen die halt. Und man muss dazu sagen, ist mal echt fair, also die Nerds da drin, die werden nicht irgendwie, also du hast keinen Bishonen-Nerd oder sowas, sondern du hast wirklich, ja, ich sag mal, in erster Linie, wenn du ganz, ganz, wenn du vom objektiven Weg bleibst, sondern rein, das rein subjektiv siehst, sind es einfach erbärmliche Loser, die du da siehst. Und die sind teilweise nicht schön gezeichnet. Aber, jetzt kommt der Clou, du, diese Charaktere sind wahnsinnig. Bis auf einen, der ist echt. Oder sagen wir mal zwei. Zwei Charaktere davon, die braucht man nicht. Die sind dabei, das sind gute Freunde, aber sie werden nicht ausgeleuchtet. Aber es gibt zwei Charaktere auch bei diesen Losern, sage ich mal, wo eine davon ein Mädel ist, die später noch dazu kommt. Das ist einfach, die werden so gut durchleuchtet und die haben eine richtig schöne Charakterentwicklung auch. Es ist der Wahnsinn, welche verschiedenen Story-Stränge sich dabei während der eigentlichen Story abspielen. Es ist sau gut gemacht, Leute. Es ist der Hammer. So, und bevor ich hier jetzt alles lobe, weiter mit der Story. Wir haben eben hier unseren Aiba, beziehungsweise Hideo. Genau, Hideo. Und Hideo ist halt in diesem Club irgendwann drin. Mehr oder minder, ja, ohne dass das so wirklich will. Und wird dann auch noch Clubleiter. Yay, weil der alte Clubleiter keinen Bock mehr hat. Und dann kommt irgendwann mal eben dieser Moment, als er Sahana trifft. Und Sahana ist eine sehr knochige, also sehr, wie soll man das erklären, sehr. Also auch vom Zeichenstil sehr deutlich dargestellt, sehr knochig, also sehr ja, dünne Person. Also es ist auch so, dass den Personen auch Fehler zugedichtet werden. Das heißt, eine dünne Person ist nur nicht nur einfach schlank, sondern sie ist dürr. Also sie hat hier, man sieht hier die Knochen teilweise und so. Wenn sie dann hier so rumläuft, dann sieht man hier so die Knochen, wie bei mir hier jetzt, so zum Beispiel. Ja. Und das ist sehr hervorgehoben auch, also dass man auf jeden Fall darauf achtet, dass diese Person nicht perfekt ist. Und ich finde das, in erster Linie fand ich das so irgendwie creepy. Es ist, der Manga hat auch eine sehr gruselige, das hat, die Stimmung ist creepy. Die Bilder sind teilweise sehr intensiv und du hast das Gefühl, du liest einen Horror-Manga, obwohl es ist kein Horror-Manga, ich sage es euch, aber du hast das Gefühl, du liest einen. Und das ist das Interessante dran. Und die Story geht eben halt weiter. Die zwei lernen sich mehr oder minder kennen. Vor allem, weil Hideo sich sehr für Sahana interessiert. Und dann kommt dieser Moment, in dem die zwei ein Verhältnis miteinander beginnen, das sehr unüblich ist, sage ich mal, beziehungsweise was heißt unüblich? Es ist auch eine Form der Sexualität, aber es ist eine sehr merkwürdige Form der Sexualität. Und zwar, sie ist quasi, ich möchte fast sagen, sie ist so eine Art Domina, ja? Also sie lebt es nicht wirklich aus, aber man merkt ganz genau, sie hat dann Spaß dran, Hideo zu ärgern und einfach schlichtweg zu ärgern und ihm quasi alles zu bieten, um ihm dann nichts zu geben. Und das ist so quasi bei beiden okay so. Also er möchte sie zum Beispiel betatschen, er möchte mit ihr alle möglichen Sachen machen, aber sie lässt ihn immer nur stückweise ran. Da darf er mal den Oberschenkel berühren, da darf er mal den Oberschenkel ablecken. Und dann, wenn es quasi weitergehen würde, sagt sie, stopp. Ja? Und irgendwann meint sie so, du wirst irgendwie nie mit mir, du wirst nie mit mir schlafen. Ist es für dich trotzdem okay? Also, wir werden nie miteinander schlafen. Ist es trotzdem okay, wenn wir diese Beziehung haben? Also, willst du diese Beziehung wirklich? Und Hideo sagt, ja, er will es unbedingt, weil er hat sich in sie verliebt. Ganz klar, das merkt man richtig. Aber, ja, er hat sich in sie verliebt, aber
Er darf trotzdem nicht ran, aber es gefällt ihm irgendwie. Also man merkt ganz klar, er ist ein Maso. Er ist irgendwo, er ist ein Masochist. Und das geht dann so weit, so weit, dass sie zum Beispiel ihm irgendwann mal verbietet zu onanieren. Das heißt, wenn er Druck hat und er muss es drin lassen, er darf es nicht rauslassen. Das heißt, selbst wenn sie gerade, wenn also es gab zum Beispiel so, das kann ich ja mal verraten, damit ihr ungefähr wisst, wie böse das ist. Er macht halt das Ganze mit ihr aus und sie sagt so, okay, dann bis ich dir sage, du darfst, ja, bis ich dir quasi die Erlaubnis gebe, dann darfst du kommen. Alles andere wäre gegen die Regel und dann gibt's Strafen für. Und er lässt sich darauf ein und dann ist es so, das ist wirklich so böse. Er denkt dann halt, okay, am nächsten Tag dann, nach dem Club, wenn alle gehen, keine Ahnung, tut sie vielleicht mit ihren Füßen da was gedeichseln und dann, solange es mit ihr ist, ist ja auch okay, denkt er sich. Und dann macht die einfach mal eine Woche krank und geht nicht an die Tür. Also ihr versteht das Ganze. Sie tut ihn echt auf die Nieren prüfen wie noch was. Und du weißt als Leser nicht, macht sie das aus Liebe? Ist sie einfach nur bösartig? Und was danach noch drin steckt? Welche Charaktere da noch dazu kommen? Es gibt da drin auch eine Regel, kann man auch sagen, ist auch kein Spoiler, wird gleich am Anfang erwähnt. Jeder, der in diesem Club Mitglied ist, also außer die Frauen, das zählt dann scheinbar nicht, aber unter den quasi männlichen Nerds ist eine Regel, die besagt, wenn du das erste Mal mit einer Frau geschlafen hast, also wenn du Geschlechtsverkehr hattest, dann darfst du nicht mehr Mitglied dieses Clubes sein. Harter Tobak und das möchte später halt auch wirklich keiner mehr. Also da geht's um was dann, weil der Club vielen was bedeutet und sie überlegen sich dann, wenn ich jetzt Geschlechtsverkehr habe, fliege ich aus dem Club raus. Ich weiß, wie ihr denkt. Ihr denkt jetzt bestimmt, tja, also wenn ich die Auswahl hätte und vielleicht eine Beziehung und so, aber ja, es ist. Ich möchte da nicht zu viel verraten. Lest euch das Ganze einfach mal. Wie gesagt, es hat eine sehr creepy Atmosphäre, die auch beibehalten wird. Es wird sehr viel ins Detail gegangen, was hässliche Körperteile angeht. Also in Anführungsstrichen hässlich. Ich empfand das Ganze nicht mal so hässlich, muss ich sagen. Weil ich weiß nicht, da drin geht es um eine Leidenschaft, die so gut rübergebracht wird, dass es mich gar nicht gestört hätte, was es mich vielleicht sonst wirklich gestört hätte, so vom Zeichenstil her. Man muss dem, finde ich, einfach mal eine Chance geben. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die deutsche Übersetzung das Ganze nicht kaputt macht. Weil, wie ihr bemerkt habt, selbst wenn ich das erkläre, hört sich das auf Deutsch einfach nicht so, naja, hört sich nicht so nach dem Wahren an, wenn man über sexuelle Aktivitäten philosophiert. Deswegen ist halt so die Frage. Aber wirklich, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, es ist mein absoluter Lieblingsmanga und nicht, weil dort quasi die sich verschiedensten Anspielungen, was heißt Anspielungen, ja doch Anspielungen kann man ja sagen, an Sextechniken und so weiter gemacht werden, Footjob und hast du nicht gesehen, sondern einfach weil sich der ganze Manga irgendwie so auf mich gelegt hat, als ich ihn gelesen habe. Also wirklich, ich habe so das Gefühl gehabt, der hat mich komplett, ja, also ich kennt das bestimmt, wenn ihr einen Manga liest und so vertieft seid, dass er euch quasi frisst. Und das war dieses Gefühl und er hat mich nicht mehr losgelassen und ich musste den nächsten Band lesen. Ich musste ihn lesen. Ich musste unbedingt, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wollte wissen, was zum Beispiel hier Hideo als nächstes durchmacht. Und die Charakterentwicklung von diesem Hideo und die Charakterentwicklung von dem anderen Nerd und dieser einen, die noch dazukommt. Es ist der Wahnsinn, Leute. Es ist richtig cool. Es ist super.
Ich kann einfach nicht mehr dazu sagen, weil alles andere wäre Spoiler. Es gibt 8 Bände davon, habe ich glaube ich schon gesagt. 8 Bände. Zeige ich nochmal fast alle. Also das sind jetzt quasi die 7 restlichen. Und holt sie euch. Holt sie euch und sagt mir, ob ihr es genauso empfindet. Und vor allem würde mich auch mal die Damenwelt interessieren, ob quasi dieser Manga mal eine Chance hätte, einfach wegen seiner Art vielleicht auch mal von der Damenwelt gelesen zu werden und nicht nur einfach so im Vornherein so, oh, da geht's um Sex, ist das was für Jungs, sondern wirklich auch mal bemerkt, dass da die Thematik wirklich ernst genommen wird und das ist nicht heile Welt, was da drin abgeht. Das ist nicht heile Welt. Also wer auf sich auf eine heile Welt einstellt, der darf diesen Manga nicht lesen. Ich sag nicht, dass er total deprimierend wird, aber er tut auch nicht alles verherrlichen und es wird nicht alles super schön. In diesem Sinne. Ja. In diesem Sinne war es das. 21 Minuten über einen Manga geredet. Wahrscheinlich 10-mal mich wiederholt. Es tut mir leid, falls das passiert ist, aber wenn ich eine Manga-Review mache, die unter 10 Minuten geht, dann ist sie von mir persönlich halbherzig. Und deswegen mache ich das nicht. Ganz einfach. Und wie gesagt, nochmal einfach zur Erwähnung: Tsundome bei Panini Manga gibt es das jetzt auf Deutsch. Wenn ihr Heimliche Blicke gut fandet, wenn ihr Nightmare Maker gut fandet, kann man es euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, einfach mal reinschnuppern und vielleicht nicht gleich von den Bildern abschrecken. Der Zeichenstil von dem guten Katsuto Okada ist nicht jedermanns Sache und war ehrlich gesagt anfangs meiner auch nicht. Aber so manchmal passiert's, dass man sich dann so reinsteigert, dass der Zeichenstil auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Ich hoffe, das ist auch bei euch so. Wie gesagt, lasst einen Kommissar, habt ihr schon gelesen? Oder wenn ihr ihn lesen wollt, wollt ihr ihn lesen? So die Frage. Oder habt ihr andere Referenzen in diesem Sinne? Gut, natürlich Nanato Kaoru kann man auch noch in die Richtung nehmen, wobei, nee, also von der Story und von der Genialität bleibt weg. Ganz weit auseinander. Ich mag den Manga Nanato Kaoru nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber selbst für die Leute, die es mögen, es ist ja eher so ein bisschen auch Comedy-lastig gemeint. Und das ist halt Tsundome überhaupt nicht. Also Comedy, doch schon, man kann drüber lachen. Habe ich vergessen zu erwähnen, sollte ich vielleicht noch. Dass es ein paar richtig gute Gags drin gab auch. Also Genre würde ich sagen, Mature auf jeden Fall. Also für Erwachsene mit Sexszenen. Oh, ja, doch, mit Sexszenen. Es gibt, glaube ich, vereinzelt ein paar mit sehr vielen Anspielungen, wie gesagt, die Techniken und so weiter. Creepy Atmosphäre, die einen teilweise wirklich bedrücken kann. Und teilweise ein bisschen Comedy, also auch eine Prise Comedy ist auch dabei und Slice of Life, also auch viel, auch wir leben unser Leben. Und ja, also es ist einfach, ich empfehle es euch einfach nur. Mehr kann ich nicht tun. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Und ja, kauft's euch oder kauft's euch nicht. Mein Top 1, mein Top, in der Top 5, mein Nummer 1 Manga überhaupt. Tsundome. Bis dann. Mm-hmm.